Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Final Fantasy 7. Irgendwie sah der Schatten in Klaus Gesicht so komisch aus gerade. Und ja, wir sind hier immer noch in der Gongaga-Region und sind hier dabei, Zeug zu erkunden, Monster zu erledigen und all das andere schöne Zeug, ne? So, wir sind hier. Und es fehlt noch ein Turm, ne? Der hier. So. Übrigens hier habe ich irgendwie so eine Actionfigur gefunden. Ne? Man kann ja mit den Chocobos hier Gegenstände ausgraben in den ganzen Gebieten. Und ich habe, wo ich gerade gezeigt habe, ich müsste nur wissen, wo die sind. Ne? Ich glaube, Play Arts, eine Play Arts Figur habe ich bekommen. Und zwar, wo ist er? Hier, der Buggy. Den Buggy habe ich bekommen. Und ja, der war da irgendwo vergraben, so ungefähr hier war das. Und ja, habe ich auch genau ausgegraben, weil warum nicht, ne? Und ja, wir sind jetzt hier. In der letzten Folge haben wir ja versucht, hier diesen blöden Dings da, diesen blöden Turm da, diesen Funkturm eigentlich zu erreichen, ne? Und sind ja die ganze Zeit durchgerannt, ne? Und haben geguckt, wie kommt man da hin. Man kann nicht mit einem Schokobo hier so dahin, ne? Das haben wir schon herausgefunden, ne? Aber ich habe herausgefunden, wie man da hinkommt. Und ich könnte mir vorhin in den Hintern treten dafür, ne? Ich habe ja schon herausgefunden, dass man vielleicht zu diesem Pilz da hingehen muss, damit der in der Runba schießt, ne? Mit dem Schokobo, apropos Schokobo. Und ja, ich habe die ganze Zeit versucht, hier so rumzugehen und zu gucken, wie kommt man da hoch, ne? Und ich habe irgendwie gedacht, so, oh, hier ist irgendwie so eine Brücke, also selbstverständlich muss man hier hin, ne? Also muss man irgendwie so dahin und dann hier hin und dann dahin, ne? Habe ich mir gedacht, ne? So, willst du wissen, wie man da hinkommt? Weil ich das gefunden habe, habe ich mich so geärgert, ne? So. Ja, man muss dahin, ne? Wisst ihr, wie man da hinkommt? Ich zeige euch, wie man da hinkommt, ne? Schau euch das an. So, wir gehen nochmal kurz. Gerne einmal kurz, wenn ich das jetzt hier wieder finden würde, ne? Wo war das? Hier. Wo ich das an? Einfach hier. Das war's. So kommt man dahin. Oh mein Gott. Das war sogar genau davor hier, ne? Oh, hey. Ich bin so geärgert, als ich das gefunden habe, ne? Und ja, ich bin schon mal darüber gesprungen, habe geguckt. Ja, so kommt man dahin. Und ja, jetzt machen wir die Gegner ja fertig und tun diesen letzten verdammten Funkturm aktivieren. So, ich muss mit ihm ja noch hier den einen Dings hier einsetzen. Aber ihr schmeißt mich nicht darunter. Okay, könnt ihr euch mal abregen? Ich hab den nicht getroffen. Sag mal, könnte auch mal nicht nur die ganze Zeit auf mich losgehen. Es sind drei Stück von denen, sehe ich gerade. Ey, ich komme gar nicht hier dazu anzugreifen. Die gehen die ganze Zeit nur auf mich hier. Alter, könnt ihr euch mal abregen? Aber er nimmt reduzierten Schaden, sehe ich gerade. So, jetzt bitte einmal treffen. Okay, ich habe so das Gefühl, dass kein Nahkampfangriff, kein Fernkampfangriff. Und da war so eine riesige Explosion, die ja gerade erschienen ist. Ich habe nicht für gerade tatsächlich den getroffen gerade. Nein. Okay, ja, guck mal, das war voller Nahkampfangriff hier. Warte, aber da war schon einer kaputt. Zwei, meine ich. Oh mein Gott. Na, komm mal her. Da. Weiß ich auch, wie lange schon gelernt, aber egal.
So, und jetzt Granate. Schon lange nicht gesehen irgendwie. Und der ist schon tot. Nicht mal getroffen, ey. Weil er schon vorher tot war. Aber egal. So, letzter Funkturm endlich. Boah. Ich so geärgert, ey. Dass ich das gefunden habe. So, was? Du kannst ja einfach hochklettern. Hey. So. Okay, warum? Okay, da müssen wir. Können wir einfach so da runterspringen, mein Gott. So. Ja, Funkturm hier. Voll nervig hinzukommen. So, muss ich jetzt da oben hin oder unten? Ich gehe da oben, da waren ein paar Küsten. Mit Mori Medaillen, die ich mehr als genug habe. So. Dann stecken wir mal ein mächtiges Gerät mal da rein und aktivieren diesen Funkturm. Aha. Yay. Wahrscheinlich nichts mehr hier. Weißt du nicht? Doch, da unten. Da, da. Cool. Funktürme abgeschlossen. Ja, soweit man da auch irgendwie findet, dauert da eigentlich gar nicht mehr so lange, ne? So nach und nach füllt sich das immer alles. So. Bevor wir jetzt aber hier weitergehen, will ich mal da gucken, was da noch ist. Weil das Gebiet konnten wir vorher nicht erreichen, ne? Deswegen will ich mal gucken, was da noch so gibt, ne? Da gibt es bestimmt auch noch irgendwas. Also auf jeden Fall sind irgendwie so Pilze. Ich habe die auf der Karte gesehen. Ne? Aber gucken wir mal. Ich sehe da ja. Oh, das ist eine. Ah, da kommen wir hin. Okay. So, einen Moment. Kann man ja auch einfach hin. Hier kann man auch einfach so hoch, ne? Alter. Ich bin doch hier wie ein Blöder rumgerannt, oder? Ne, da ist wieder eine Insel. Okay, ich wollte schon sagen. Aber auf die Insel kommt man nicht hoch, oder? Sieht mir schon so aus, als könnte man hier auch kommen. Alter, wieso habe ich das nicht gefunden? Das ist so dämlich. Na gut. Meine Güte. Sag doch, das ist unübersichtlich hier, ey. Gut, gehen wir den. Ja, wir gehen da konkret dran vorbei. So. Mal schon wieder mein Gerät rausholen. Was ist da denn? Das ist auch ein Pilzchen. Dish. Dish. Wir wollen ja heute auch mal gegen Kujata kämpfen, ne? Habe ich mir vorgenommen. Damit Yuffie auch endlich mal eine Beschwörung bekommt. Ich weiß nicht, ob ich ihr sie gebe. Oder ob ich dann jemand anderen gebe, ne, und irgendwie so hin und her tausche, ne? Der Reaktorvorfall in Gongaga. Der Reaktorprototyp in der Nibiru-Region dient als Vorbild für vielzahl weiterer Anlagen im ganzen Land. Okay, Nibelein war der erste Reaktor. Gut zu wissen. So, dann gehen wir noch weiter da, ne? Die Pilze nehme ich mal an, bringen einen nirgendwo hier hin, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Deswegen gucken wir mal hier. Gucken wir da runter, da ist nichts, ne? Wir sowieso noch hier mal einen Rundgang machen irgendwann, wenn ich ja ganz fertig bin. So, ich würde sagen, wir gehen und schnappen uns Kujata. Wo gehe ich hier hin? Hier ist Chatley, ne? Ja. Dann kann ich auch noch mal kurz meine Waffen hier kurz gucken, ob ich da was hochleveln kann. Ich habe einige Leute sind so auf Level 15, ne? Also haben so 15 Punkte zum Ausgeben, ne? Mal kurz meine Charaktere ein.
alles drum und dran. Lass uns mal die Punkte geben. Ausgeben. So für den Fall, so die TP um 200. Und dann, nachdem ich mich geheilt habe, keine Ahnung, wurden die TP erhöht und dann viel mehr 2200 TP oder so. So, warte mal, die Foto ab, muss ich auch noch abgeben. Fällt mir gerade ein. Auf die richtigen Ballons kommt es an, ja. So, kann ich hier irgendwas holen oder nicht holen? Reduzierter Schaden beim Blocken. Ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht, weil die computergesteuerten Charaktere tun voll oft blocken. Das ist auch nicht schlecht. Erhöhter Teil, erhöhter Schaden des Mogis. Tut Kate Sif das überhaupt machen, ohne dass ich ihm das sage? So auf den Mogi reiten. Passt da irgendwie nicht. Ich benutze ihn sowieso irgendwie nicht so. Ich nehme das hier. Und die computergesteuerten Charaktere, die tun oft blocken. So. Fesselungsdauer. Für die ATB lässt aber Kampf gering. Ja, Kampfbeginn geringfügig. Nehmen wir das. So, Red. TP Maximum 200. MP Maximum. Was war hier? Ich finde zwar, die hält schon eigentlich relativ lang, genau wie Entfesselung von Tifa. Aber warum nicht, ne? So, die Foto ab. Wo ist der Foto, Heini? Ist er das hier? Ah, ne. Rico! Ja, ich habe dein Foto. Warte mal, da fehlt mir eins. Vielen Dank, dass du ihn ausfindig gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch. Für die Fotograf-Freunde bist du ab jetzt ein Lichtbildner. Alle sprechen über deinen unvergleichlichen Sinn für schöne Motive. Jedes deiner Fotos ist ein Kunstwerk. Ich bin gespannt, was du als nächstes hervorbringst. Ich konnte schon mal, da fehlt mir gerade eins. Ne? Kohlregion Wüste. Oh, habe ich noch gar nicht für die Kohlregion abgegeben? Ich glaube, ich hatte für die Kohlregion noch gar nicht mein Foto abgegeben. Nee. Ist das peinlich. So, dann gehen wir mal hier schlafen. Ich würde sagen, das war das Haus von Sisney, ne? Bettchen, Bettchen, da ist Bettchen. Okay, dann machen wir mal kurz ein Nickerchen. Ich trinke mal kurz einen Schluck, weil mich meine Kehle schon wieder umbringt. Schon extra viel am Trinken, ne? Aber boah. Ja, habe ich gestern nur eine Stunde aufgenommen. Ich tue extra nur eine Stunde jetzt aufnehmen, ja, pro Tag. Ist auch besser, als wenn man direkt zwei oder drei auf einmal aufnimmt, oder? So ein bisschen. Okay. Bisschen verteilen. Ich konnte Schattal, den vielgestaltigen Beschützer aus den Wäldern Gongagas, erfolgreich im Kampfsimulator reproduzieren. Bitte hilf mir dabei. Boah, bist du krass. Zusammen, damit wir die Beschwörermaterie erzeugen können. So, erstmal Materieentwicklung. Stein. Oh, Erdzauber. Ja, damit Magieverstärkung. Die Attacke und Effekte auch von Magie, die mit verbundenem Materie gewirkt wird. Also gestärkter Angriff oder so. Limit Union, was? Mich hat der Fähigkeit Limit Union überträgt die Limit Energie eines Gefährten auf die eigene Limit, weißt du, was? Eine Synchro-Fähigkeit, die Synchro leistet jetzt unbeteiligten Gefährten ein wenig auf. Okay. Ich habe noch gar nicht alles für die Core-Region, ne? Weil ich noch nicht die Proto-Substanz hier abgeschlossen habe, ne? Okay, cool. Na dann mal los, ne? So, Kujata. Mach mal auf zwei runter, ne? Das ist, glaube ich, immer genug, ne?
Und wen packen wir denn da rein? Muss ja nicht immer Cloud dabei sein, ne? Packen wir Tifa, Red und Yuffie. Mal gucken, mal wie das hier abläuft, ne? Hey, ich habe niemanden, bin alle, doch Red hat Analyse. Ich glaube, Red hat Analyse, ne? Wenn nicht, dann okay, ich glaube, ich sollte erst nicht Red steuern, weil ich voll schlecht bin irgendwie den hier. Glaube ich, habe gerade kontert irgendwie oder pariert oder so. Oh, Gott sei Dank. So, mein riesigen Stier, alles klar. Was ist denn dann das andere Ding, das ich denke hier? Also was? Lass mich mal kurz nachgucken. Final Fantasy. Wir werden mir wahrscheinlich die Rebirth-Version einfach zeigen, ne? Kujata. Nee, da ist immer ein Stier, alles klar. Ich weiß dann nicht, mit was ich das jetzt hier verwechsel dann. Ich verwechsel halt damit irgendeinen anderen. Aber es gibt so ein Pferdeähnliches Esper-Dingen. Was ist das? Was zum? Das ist einfach ein Grad. So, warte mal, du bist doch jetzt bestimmt anfällig gegen Feuer, ne? Ja, Schwäche. Aber was sind wir am Gewinn? Ich weiß es nicht. Oh, lass mal lieber. So, es gab doch irgendeinen Angriff, den ich nur hier einsetzen kann, ne? Oh, du nahes Tempo. Was? Warte mal, lass mal. Alter, auch passt. Sind alle Leute hier schneller? Alter, ich vergesse immer. Den Angriff sollte ich über Dings einsetzen, ne? Wenn der geschockt ist, ne? Ist egal, das F-Wort gesagt. Ich hab nur gehört, mein Gott. So, es ist Elektro. Jetzt kommen, glaube ich, hier zwei Heiler. Ja, die Sphäre habe ich auch noch. Ja, Stück. Oh. Fulgorna. Nein. Oh, er ist bis dahin gegangen, okay. So, komm her. Ist fast geschockt. So, und dann einmal Salto. Jetzt kommt er wahrscheinlich noch mal. Heilige Erschütterung. Ach du heilige Erschütterung. Okay, ich glaube, der muss erstmal durch alle. Ja, jetzt passiert irgendwas. Ich sehe es schon. Synchro-Fertigkeit. Blutparty. Komm mal her. Kann ich dich so abbrechen? Nein! Haben wir jetzt noch getroffen?
Was passiert jetzt? Wir sind gerade mit dem Angriff. Au, what? Warte, ich rette dich. Ja, ich glaube nicht. Aua. Was zum, komm schon. Wo kommt das auf einmal her? Boah. Ich habe auf meine AP geguckt, ob so gesehen, so, oh, 2000 AP, da wird der wohl nicht abziehen, ne? Doch. Boah. Drecksfähig. Ich wollte noch hier mit Red wollte ich hier noch Dings einsetzen, hätte irgendwie so ein, eine Fähigkeit, um Verteidigung und so zu erhöhen, glaube ich. Boah, ja, entschließt sich mich mal mit ihm zu blocken und das funktioniert nicht. Na, ich will mal Multiplizierung einsetzen, ne? Also falscher Angriff. Okay, nächstes Mal, wenn er einsetzt, sofort heilen, ne? Am besten. Würde ich sagen. War ja klar, der immer hier so ein. Ist ja mal klar, die machen erst immer irgendwie hier auf ihre ganzen Klamotten, ne? Und dann kommen sie ja mit ihren super Angriff rüber, ne? So, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon einsetzen soll. Warum nicht, ne? Hattest du nicht umgehört? Hier mächtige Abwehr. Oh. Upsala. Das ist nicht das, was ich gedacht habe. Aua. Das tut weh. So, jetzt können wir den Angriff einsetzen. Ich habe gedacht, weil wir irgendwie in dem Angriff drin sind, dass wir irgendwie gerade richtig getimed haben oder so. Oh, das war cool. Weil irgendwie so richtig getimed haben, ne? Im Sinne von, oh. Wir haben irgendwie keine Ahnung. Ja, so richtig abgetimed, dass wir irgendwie nicht getroffen werden, gerade unverwundbar sind. Okay, nächstes Mal, wenn er abmacht. Ich habe so das Gefühl, der rotiert erstmal durch seine ganzen Elemente erst durch, ne? So, sie hat auch irgendwie Chakra, ne? Erstmal hier so grad sein, ne? Hey. Na, warte, mein Schlagschirm läuft hier gerade ab. Soll ich den vielleicht einsetzen? Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert so. Ja, der Computer gesteuerte Red schafft es die ganze Zeit hier rechte Haltung zu bekommen. Ja, soll ich denn da ausweichen? Ja, weiß, ja. So, komm, tiefer. Also ich mach das schon alleine. Mondheuler, haben wir ihn schon mal gesehen? Sehr gut. Das müssen wir eigentlich nur noch genug HP haben, um den Angriff zu überleben, ne? Oder? So, gibt es irgendwas, was wir noch machen können? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, ne?
noch mal eine wichtige Abwehr. Keine Ahnung. So, wir müssten wir ja eigentlich überleben können, ne? Ja, die Pyramide, an die erinnere ich mich. So, wie ist auch fast tot. Oh Gott, oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Ich hoffe. Zack. Ich glaube, ich hatte gerade einen anderen zur Auswahl noch. Okay, der war neu. Habe ich auch kaum gesehen jetzt. Aber okay, geschafft. Ja, genau, man klappt. Du sagst es, Juffi. Okay, cool. Kujata. Ausgezeichnet. Nur wegen gebe ich das jetzt, ne? Ja, der hat einfach nur rot gesehen, ne? Okay, die anderen machen wir aber später. Na, wir sind voll geheilt, gut. Muss schon sagen. Cool. So, jetzt haben wir genug Beschwörungen für jeden Charakter, ne? Na gut, ist Beschwörungen geben ja auch Stat Boosts, ne? Deswegen auch so ein Grund, warum ich einen haben wollte. So, Yuffie. Wen geben wir? Erstmal das richtige drücken, ne? So, Kujata, was gibst du denn alles? So, Stärke, physische Attacke, MP und HP. Das sind ehrlich gesagt. Ich glaube. Genau, ich glaube, ich wollte ihr lieber mal Chocobo geben, weil das Magie, Glück und so was alles gibt, ne? So, sie kriegt mal Chocobo und Mogri. Dafür bekommt Cloud jetzt Kujata, ne? Weil das sind doch relativ gute Werte für ihn, habe ich so ein Gefühl, ne? Ich weiß, wenn ich in meinem richtigen Menü wäre, ne? Da muss ja auch die Charaktere alle jemanden geben, der damit anfangen kann, ne? Was gibt alles? Alexander, physische Abwehr, ja. Ist mehr defensiv, ne? So, eigentlich wäre ja Chocobo und Mogri für. Okay, Ziv gut, ne? Aber gucken wir mal. Da. Jetzt hat jeder Charakter hier. Eine Beschwörung, hat jeder hier Stat-Ups dadurch bekommen. Und jetzt können wir weitermachen, ne? Jetzt gehen wir weiter mit der Erkundung. Was haben wir denn noch alles hier? Wir haben hier eine Lebensquelle, die können wir noch machen, wenn ich wüsste, wie man da hinkommt, ne? Da ist auch noch ein Kampf. Guck mal. Eins nach dem anderen, ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Nicht-Kämpfer-Sachen, ne? Einfach nur, um besser vorbereitet zu sein, oder? Da kann ich nicht rüber. Zwar immer nur Kleinzeug, aber soll's. So, wie komme ich jetzt da ein? Vielleicht hier so, ne? Kann ich mir vorstellen. Guck mal. Ich hoffe, ich kriege auch irgendwie mal einen Bescheid hier, wenn die eine Protosubstanz Materia Quest weitergeht, ne? Weil er hat gesagt, irgendwie der meldet sich, ne? Seine Goblin-Typ. Dann nehme ich mal an, der ruft mich an, ne? Wenn der soweit ist, oder? Aber ich kann ihn einfach so kaputt machen. Nein, nicht sehen. Okay, jetzt geht er wieder los, ne? Boah. Na, wie komme ich jetzt wieder da hin, ne? Boah. Ja, ne. Ist ja nicht so eine Eule normalerweise. Wo sind die Eulen?
ist aber auch hier doof gemacht, ne? Dann gehen wir da oben in so einen Kampf, ne? Vielleicht muss ich von da aus dahin, ich weiß es nicht. Ja, keine Lust jetzt hier 5 Stunden mal die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen, bis ich was gefunden habe, und irgendwie 10 Minuten hier zu verschwenden, wo wir irgendwie was erreichen konnten in einem Part. Ich will auch irgendwie das Spiel irgendwann mal zu Ende ist, ne? So, hier ist ein Kampf, ne? Alles klar, ich bin schon mal fertig. Und da bricht die Abwehrstellung mit einem Angriff und schockiere einen Gegner. Wirksam Feuer. Nicht übertreiben. Da war schon kaputt. Hornattacke. So ein schwacher Pokémon Angriff. Na, komm, ich habe so. Ach. Aber der ist ja sowas von tot, bevor ich hier. Guck, wie wir ihn alle umzingelt haben. Ach, jetzt da. Jetzt halt nur eine Sekunde. Da. Okay, ich wusste, ich muss den Angriff einsetzen. Wenn er da reingeht, ey. Ich wusste es. Ja, irgendwie schon. Die waren auch schon mal schwieriger. Ist auch Gefühl. Ja. Wollte schon sagen, dieses Gepiepen erkenne ich. Oh mein Gott. Nun, selbstverständlich bin ich dankbar. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit habe ich wieder eine neue Kampfsimulation bereitgestellt. Schau sie dir doch gleich an. Ich weiß nicht, warum er so unfreundlich zu ihr ist. Oh mein Gott. Die ist auch voll putzig. Ist er sie? Ich sehe nicht sehr ähnlich. Das wurde immer noch nicht aufgeklärt. Deswegen halte ich den Mund. Wo es unangenehm wird für die beiden. So. Was ist das? Achso. Schon sagen, hat sich doch bewegt. War so ein komisches Ei. So, und jetzt müsste ich hier an die Lebensquelle kommen, ne? Ich glaube hier. Ich habe es gefunden. Er hat es gefunden. Keine Park, Leute. Ihr könnt euch wieder beruhigen. So, oh. Hier ist auch etwas. So. Na, ganz gründlich, ne? Materia Ohrring Toxin. Ja, ne, ich habe ja noch Erdzauber habe ich jetzt und so, ne? Ich habe noch nicht, glaube ich, gesehen, wie jemand anfällig gegen Erde ist oder irgendwie sowas, ne? Oh, kann ich mich da runter? Nee. Keine Ahnung, irgendwie Erd, Wasser und Windzauber sind eigentlich immer so exklusivere Zauber in Final Fantasy, ne? Du hast die Hauptzauber sind immer Feuer, Blitz und Eis, ne? Dann in sehr wenigen Final Fantasy hast du dann so Zauber wie Aqua oder Erde, Wind, Aero. Also gar nicht, ich weiß nicht, warum ausgerechnet Wind, Wasser und Erde so exklusive Elemente sind, was irgendwie komisch sind, weil normalerweise sind ja Wind und Erde sind ja die Grundelemente normalerweise, ne? Wo komme ich da hin? Habe ich ja schon mal gemacht, ich glaube ja, ne? So, da will ich aber gar nicht hin, ich will warte mal, ich kann nicht, ja, ich kann mich ja hin teleportieren wieder, ne?
So, dann gucken wir mal, wo wir landen. Ja, gefällt mir nicht. Ich will wieder zurück. So. Ich habe das Gefühl, da war schon so ungefähr in die richtige Richtung, wo wir hingegangen sind, ne? Oh. So. Nö. Oder doch? So, irgendwie gehe ich hier nicht richtig. Hier sieht das irgendwie so aus, als könnte man so da runter gehen, ne? Aber dann ist er nicht genau da. Ist da nur die Schokoballstelle? War schon wieder auflaufen gegangen. Kommen wir runter? Ne, habe ich doch gerade probiert. So eine blöde Eule müssen wir doch hier, weiß was, hier könnte halt vielleicht sein, ne? Irgendwo wird mir da schon eine Eule auftauchen, ne, die mir den Weg zeigt, oder Adler oder was auch immer war. I think there's an owl among us. Who? That's right. Wait a minute. I think one of us is an owl. Who? Exact. Wait a minute. So, oh, direkt hier. So. Nein. Muss man schon aus dem Weg gehen, ne? Wenn ich von dir absteige, ne? Damit ich direkt schon wieder auf dich draufsteige. So, ja, beruhig dich. Ich gehe ja schon dran, mein Gott. So, hier, hier, hier. Kannst du sehen, worauf ich zeige? Das Ding, was ich umkreise, das musst du erkunden. Verdammte Natur. So, oh, mein Scheiß erledigt. Ich dachte, mir fehlt noch einer. Cloud. Na, hört ihr, das Gepieps ist anders. Bei ihm und bei Mai. Din. Bei Mai ist irgendwie so. Din, 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 din. Glaube, wie er immer sagt, ein synthetisch, aber dann gehe ich dahin, dann finde ich irgendwie 3-4 Stück von denen. Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Also. Nein, ich wollte hier nehmen. Natürlich weiß ich, wo das ist. Er hat es gerade markiert, aber ich glaube, da war ich schon mal vorbeigelaufen, ne? So, ich wollte hier. Wo finde ich denn jetzt, das Ding jetzt ja aufgeploppt ist? What? Bekam ich ja nichts Neues? Okay. Okay. Oh, was nun? Nur wüsste, ne? Gibt noch eine Menge hier zu suchen, keine Sorge. Der Spaß ist noch nicht frei. Ich weiß nicht, ob man mir anhört, ob ich Spaß habe oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich habe eine sehr monotone Stimmlage, ne? Deswegen ja, bekommt man das vielleicht nicht mit, aber ich habe auf jeden Fall Spaß mit dem Spiel. Mir macht das richtig Spaß, hier durch die Gegend zu rennen, die Sachen zu erkunden und so, ne? So den Rhythmus hier zu haben, so, oh, du musst. Hier musst du die Funktürme suchen, jetzt musst du die Lebensquellen suchen, da musst du hier was ausgraben und so. Mir macht halt ehrlich gesagt ziemlich Spaß. Ich mag so Open World Sachen. So immer wiederkehrenden Aufgaben. Mir macht das schon Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Zeit zum Graben, Leute. Da ist die Wand dazwischen. Ich finde das ehrlich gesagt richtig gut umgesetzt hier. Normalerweise, wenn ich an so ein Open World Game denke, dann denke ich immer irgendwie, weil nicht wie Skyrim oder so, du bist ein Charakter, der irgendwie durch die Welt rennt, ne? So richtige Open World Games, so mit einer eigenen Party und so was alles, ne? Hast du ja eigentlich gar nicht mehr, habe ich so ein Gefühl.
Früher hat sie nur solche Spiele, ne, weil das halt einfach zu programmieren ist, ne. Ja, du programmierst eine Weltkarte, ne, und kannst dann da rumlaufen, ne. Ja, wenn du heutzutage eine Weltkarte hier programmieren willst, dann musst du halt, dann musst du so dafür sorgen, dass die auch voll krass aussieht, ne. Aber wenn du das nicht machst, dann drehen alle Leute durch, ne. Das bedeutet, du musst die Weltkarte so stark hochpolieren, dass halt irgendwie voll ewig dauert, die irgendwie fertigzustellen, ne? Früher kamen irgendwie so Rollenspiele ja jedes Jahr raus, ne? Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, ich glaube, da war nur so ein Jahr dazwischen, ne? Und die hatten eine ganze Weltkarte. Und da waren gute Spiele. War halt nur 2D, ne? Und 2D ist halt einfacher zu programmieren, ne? Als hier jeden einzelnen Baum oder so, ne? Mein 2D-Spiel muss halt nur Pixel aneinander rein, ne? Oh, weiß noch mal, den brauchte ich noch mal letztens. Danke. Ich werde damit nicht sagen, hat hier Pixel-Spiele hier von damals einfacher sind zu programmieren, aber ich würde mal sehr stark raten, dass die einfacher sind als hier so 3D gerenderte Spiele, ne? So, das ist, glaube ich, da, wo der Gegner ist. Ich habe da keinen Gegner gesehen, aber irgendwie habe ich dort anvisiert. Okay, wo ist er? Was bist du? Ich sehe da gar nichts. Was auch immer da ist, ist es tot. Das war abzusehen. Kleine Dinge. Ach, das sind die Dinger, die mal am Wachsen sind, ne? Diese komischen Pflanzen, ne? Von denen ich mal wundere, wo kommen die her, ne? Yay. Leben des Planeten kann synthetisiert werden. Morbosphäre. Stimmt, gegen Morbo müssen wir auch noch kämpfen. Oh. Meine Güte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fast sind wir fertig. Durch. So, habe ich nicht noch einen Schatzort hier irgendwie freigeschaltet, den ich noch nicht gemacht habe? Ich glaube nicht, ne? Ist doch eigentlich auch noch was. Nö. So, was ist das hier? Das ist der Esper-Schrein, ne? Komme ich da irgendwie hin? Aber da hingehen. Pff. Ja, guck mal. Wow, ja, das sieht gut aus. Da habe ich schon so Steinchen gesehen. Achso, ich dachte, da wäre so eine Maschine hier gerade. Für Waffen. Ich habe den schon, also zufolge vermag es Kushata, die drei Elemente Feuer, Eis und Blitz in seinem Sinne zu manipulieren. Ich habe es bemerkt. Genau so heißt den seine Angriff, ne? Wenn man den beschwört, glaube ich, ne? So. Was passiert eigentlich noch mal, wenn ich hier das Ding hier hochlevel? Ich weiß, ich kann ihn noch mehr schwächen, aber oh, okay, dann kann ich die ganzen Angriff einsetzen, ne? Tun sich die Werte dann auch erhöhen? So. Aber ja. So, schon wieder. Kreis X, Kreis 4. Oh Gott. Kreis X, Kreis 4, Kreis.
4 Kreis. Wow. Ich habe beim ersten Mal geschafft habe. Du hast den Kujata-Kristall analysiert. Sehr cool. Cloud. Diese Pause immer. Ich weiß, das Spiel ist dann, glaube ich, irgendwie am Laden, ne? Nehme ich an, aber es ist so unangenehm immer. Cloud. So. Ich glaube, ich habe. Habe ich jetzt von hier geguckt? Minus, ich glaube, ich habe plus 2 Angriff bekommen jetzt, ne? 167. Oder weiß ich, ich weiß nicht, mit wem ich hier verglichen habe. Egal, ist auch egal. So. Cool, was noch? Wir haben alle Nicht-Kampfsachen hier erledigt, ne? So ein Kampfplatz. Ich merke auch gerade, das Lied hat hier gerade abgespielt wird. Das ist eine langsamere Version von diesem Esper-Kampfthema hier, wenn wir gegen die Espers kämpfen, wenn diese dün, 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 dün. Also das Lied, was wir gerade gehört haben. So. Komm schon. Ich habe mir extra irgendwie so einen Ort hingepackt, ne? Ja, ist noch nicht mal weiter. Ich gebe noch nicht auf. Okay. Vielleicht der erste, den ich hätte finden sollen, ne? So, versuchen wir mal da hinzukommen, ne? Jagd Nummer 3. Das sieht aus, als wäre da irgendwie direkt da. Und der Kampfsimulator wird natürlich wieder hier das sein, was es am meisten in sich hat, ne? Ich will herunter. Wo bringst du mich hin? Was ist das da vorne? Rennen wir jetzt mal hin. Jetzt die Hauptstory weiter. Ja, hier ist der offizielle Eingang, wie man halt hingehen sollen, wahrscheinlich, ne? Ich bin von der anderen Seite hingegangen. Meine Güte. So, ja, ne, ich konnte ja mal gucken, ob ich jetzt die Sachen erstellen kann, ein paar neue. So, Liebe des Planeten. Einmal. Für die Punkte, für die Erfahrungspunkte, ne? Brauche ich aber noch nicht. Gunst des Planeten brauche ich. Ist es auf jeden Fall Schütze, wenn es kommt, vollständig vor Zuständen, Versteinerung und Stein. Das habe ich so ein Gefühl, könnte bestimmt irgendwann nützlich werden. Ich muss ja immer an Final Fantasy 10 denken, wo die ganzen dunklen Aeons, also die dunklen Bestias, hier gegen die man kämpfen konnte. Diese super Bosse hier. Die haben alle mit Stein um sich geworfen. Und Final Fantasy 10 war es so, wenn du versteinert wärst und dann angegriffen wärst, dann kannst du zersplittern und dann ist der Charakter voll aus dem Kampf raus und du hast nur zwei Charaktere im Kampf. Final Fantasy 10 würde ich auch mal gerne spielen. Auf diesem Kanal hier. Würde ich gerne mal zeigen. Ist auch eines meiner Lieblingsteile. Das Problem ist, Final Fantasy 10 hat eine sehr romantische, kitschige Story. Und ich bin halt nicht so eine Person, die sich. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich so eine Person bin, die irgendwie so gut ist, irgendwie ernst zu bleiben in solchen. Bei solchen Geschichten und irgendwie. Sich nicht darüber lustig zu machen. Ich finde die Story auch richtig gut. Ich kriege immer noch wässrige Augen jedes Mal beim Ende. Aber
Weil ich sind da ist halt so ein Spiel, da muss halt irgendwie auch an einigen Stellen ernst bleiben und auch, weiß nicht, das Spiel ernst nehmen. Und ich habe so das Gefühl, das wird nicht so. Dafür bin ich nicht so geschaffen. Ne? Ich würde das irgendwie, weil ich die. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so die Atmosphäre ruinieren. Final Fantasy 7 ist halt noch ein bisschen weit nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen, ja, da kann man mir, glaube ich, ein bisschen mehr verzeihen. Aber Final Fantasy 10 ist die Story ist so bittersüß irgendwie, weiß nicht. Man weiß nicht. So, schockanfällig. Ein vergleichbar friedliches Wesen. Alles klar. Dranglasieren, hey. War nicht schockert, wäre ich gerade. Warte, Satz. Gott, läuft ja gerade nicht so gut. Ich weiß, was ich da hätte machen müssen. Der war am Blocken oder nicht, den kaputt haben müssen, ne? Wenn der Block. So, einer von euch blockt mal. Aha. Keine Chance. Nein, lass mich. So, geschockt, schockanfällig. So, müssen wir erledigen. Man weiß wie. Aber nimm den Finger von dem. Lass die Finger von dem Cloud Strife. Oh, 30 Sekunden noch. Oh nein! Ich muss echt voll nah an die rangehen. Okay, finde ich irgendwie gut, dass ich jetzt in letzter Zeit die ganzen Dinger hier mit beim ersten Versuch schon schaffe. Ausgezeichnet. Ich kann schon mal, aber ich habe einen vergessen, ne? Hatte ich nicht einen vergessen? Habe ich doch gar nicht versucht. Schaffen wir die auch noch? Immer satte Vegetation. Ich glaube, da war ich doch schon in der Nähe irgendwo, ne? Komm ich da hin irgendwie? Komm, da komme ich da hin irgendwie, ne? Ein paar Minuten. Komm schon. Schau ich auch noch. Ich wüsste wie, ne? So, ja, da habe ich mir schon fast gedacht. Hier geht's wieder nicht lang. Nee, da werde ich nicht finden, glaube ich nicht. Wird ja wieder so komisch, unübersichtlich ist. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wahr. Die ganze Welt soll es wissen. Hier lang, ne? Ich glaube, hier ist richtig, oder? Ich glaube, ja, das sieht gut aus, ne? Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Seltene Spitzzahnspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Es heißt, dass es bei einem Spitzzahn mehrere Jahrzehnte dauern kann, bis der Darm keimt. Doch anschließend vollzieht. Wie bei mir. Oh Gott. Ja, schon fast eine Minute. Okay. Oh, das kann hier entwickeln. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Nein. Okay, noch irgendwie geschafft.
Der sah mir ziemlich entwickelt aus, also der sah mir schon entwickelt aus, aber anscheinend war es schnell genug hier gerade. Ja, dillin, dillin. Sehr gut, klar. Die Kampfaufträge für Gongaga sind hiermit abgeschlossen. Wieder habe ich eine neue Kampfsimulation hinzugefügt, die du jederzeit in Angriff nehmen kannst. Das sagt mein Meister nur so ungeniert, weil er stets aus sicherer Entfernung zuschaut. Und was machst du? Auch nur zuschauen. Ich weiche Cloud nie von der Seite und unterstütze ihn immer bei den Kämpfen. Damit alles reibungslos abläuft, gebe ich dir hier und da wichtige Informationen und lockere die Stimmung immer. Cloud, sollte Mai mal zu aufdringlich werden, dann sag mir bitte Bescheid. Was ist mit dir? Du willst mal dein Cloud. Ist so Chatley. Sie geht mir wenigstens nur immer während den Kämpfen auf den Nerven. Ich habe eine neue S-Bar gefunden. Cloud. Du hast eine neue S-Bar gefunden. Ja, ich weiß. So. Gott, oh Gott, so viele Bäume. So viele Bäume. Gegner. Anscheinend sind da Gegner. Wo bin ich? Na gut, ist auch egal. So, was haben wir noch übrig? Wir haben die Protosubstanz, man Quest noch, ne? Der Moorbowl haben wir noch, die Protosubstanz. Ich glaube, wir machen die Protosubstanz Quest dann nächstes Mal, ne? Gar nicht gewusst, weil wir schon wieder so weit fertig sind. Was? Ach so, das ist die der Moorbowl. Schon gefahren. Ich dachte, ich habe alle Kampfdinger abgeschlossen. Ja, gut, dann machen wir nächstes Mal die Protosubstanz. Guck mal, was da los ist, ne? Cool. Okay, ich fand das war erfolgreich, ne? Wir haben eine Menge Sachen hier erreicht, ne? Und viele Sachen gefunden, viele Sachen erledigt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir hier in der Protosubstanz Materia Quest weitermachen und dann dauert das auch nicht mehr so lange, bis wir fertig sind, ne? Gut. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wow, bald, pass auf. Und ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und hier kann man auch noch hoch sich gerade. War ich da schon mal? Was war da hoch? Ich habe da so gerade so. War ich ja schon mal? Das ist jetzt verdächtig. Sieht ein bisschen neu aus hier. Gott. Seid ihr hinter mir? Ne. Ne. Ist er was? Irgendwas von Bedeutung? Da ist ein Pilz zum Hinspringen. So, wo kommt man hier hin? Ich sorge für, war aber schon mal. Aber das trotzdem gucken, ne? Hier sehen wir noch einen Weg zum Folgen. Ich glaube, ich war ja schon, oder? Ja, das sind ja, hier war ich schon mal. Verdammt, okay. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Na, guck ich mal die Sohlen an.